So. Ich will immer in die Kamera gucken und Hallo sagen, aber ich habe die Kamera gar nicht an. Ich sage aber trotzdem Hallo zum Valentins-Splatter-Fortnite-Stream. Eisenseen und ich haben heute unser Valentins-Date. Und, ich glaube, bei mir läuft auch mittlerweile das Stream. Ja, aber ich kann in die Kamera gucken. Ja, du bist ja eh mein Twitter-Valentine gewesen, hat da genau, dieses Programm gemacht. Genau, kriegst du keine Blumen heute von mir, höchstens blaue Bohnen und ein Verbandsband. Das ist trotzdem gut. Verbandszeug ist gut. Blumen habe ich von meinem Mann schon bekommen. Ach ja, dann ist ja gut. Ja. Sind ja die Pflichten erfüllt. Genau, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich hatte nämlich für ihn nichts. Du kannst bereit drücken. Du hast nichts für ihn gehabt. Nee, ich bin echt so unromantisch. Wirklich, total. Hast du einfach heute nur den Aschermittwoch gefeiert, oder? Nein, ich wusste ja, dass Valentinstag ist und ich habe im Star Stable Stream noch gesagt, na, hoffentlich hat mein Mann mir nichts gekauft, weil ich habe ihm nichts geholt und natürlich hat er Blumen mitgebracht. Ein liebes Hallo an alle, die da sind. Hi, hi. Ich muss noch mal ganz kurz raustappen, weil ich natürlich meinen Chat überlegt. Entdeckt habe, was natürlich nichts ausmacht, weil ich schreibe das keiner in den Chat. So, okay. Ich bin ein Mann. Aber dann hallo an die Leute, die bei dir zugucken. Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Okay. Das weiß ich nicht, Brendan, ob ich deinen Bruder besiegen kann. Das kommt drauf an, ob wir dieselbe Runde spielen. Oh, du bist sogar eine rothaarige Frau. Sehe ich das richtig? Ja, natürlich passend. Huhu. Sehr, sehr gut. Ah, du hast dir das auch, du hast das Gründerpaket auch geholt, ne? Ich habe das Gründerpaket geholt, allerdings die Skins, die ich da drin habe, kann ich nicht auswählen. Oh nein. Na, bravo. Hallo Magic Antonia. Aber mit dem im Singleplayer-Modus hast du eigentlich schon was gedrückt, oder? Nee, ich habe noch nichts gedrückt. Ah, komm, please ein paar. Das war letztes Mal so nett. Okay. Und im Singleplayer-Modus kannst du die komischen Punkte farmen, damit du dir was kaufen kannst. Ah, okay. Ach, F, ne? Oh Gott, mit Leertaste. Gott, ich spiele zu viel hier, sag an. PUBG. Da drückst du F und nichts geht. Was wollen wir denn eigentlich nächste Woche spielen? Hast du schon eine Idee? Nächste Woche eigentlich dachte ich an gar nichts. Nächste Woche sollten wir mal wieder eine Lakeman-Show machen. Ja, finde ich auch gut. Und da spiele ich dann einfach mal das, wo ich mal wieder ein bisschen grinden muss. Ach, ich hätte da auch so ein paar Spiele. Nein, das macht gar nichts, Dana. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kann auch nicht oft zu den Clubtreffen kommen, also kein Problem. Nein, Prinden, Loot ist umsonst. Oh, die knallen schon, aber hinten, ne? Also ich lande jetzt mal vorne. Hinten? Hallo Nina! Ja, Richtung Norden, also da in der Stadt. Da, wo ich bin? Ja, genau, da wird schon rumgeballert. Da wollte ich dann lieber nicht landen. Das erschien mir einfach... Ich bin tot! Huch! Na hoppla! Ja, dem bin ich genau vor die Schrot gelaufen. Das war ja mal richtig klug. Aber ich guck dir einfach also zu. Ich höre, dass da hier jemand ist. Also ich würde wahrscheinlich auch gleich drauf gehen. Hallo Aki! Hallo Astrid! Wenn das mit der Lautstärke irgendwie nicht passt, dann sag bitte Bescheid, ne? Ich kann das immer schlecht einschätzen. Okay, das sagt mir, dass hier jemand ist. Ich hau ab. Wenn in einem Haus irgendwo ein Konstrukt ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Töte sie alle! Ja, mit meiner Axt. Ich habe ja nicht meine Axt. Oh, Nina, mit wem bist du denn in love hier? Nina in love. Ja, haben wir mitgekriegt, Kristallsee. Was hat man mitgekriegt? Kristallsee hat den... Hat den Club verlassen. Die Kristallsee. Oh nein. Okay. Beobachtung Eisenseele. Alter, wo kommt die denn auf einmal her?
Das ist das, was ich meine. Man hört die Schritte in dem Spiel echt schlecht, ne? Das nervt mich echt derbe. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Lobby zurück, wa? Ja. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja, aber das ist auch, wenn du die Schritte nicht hörst, wenn da unten jemand im Haus läuft, das müsste man schon hören, finde ich. Also, fände ich schon eigentlich besser. Ich habe nicht drauf reagiert. Na, das ist schlecht. Okay, ist niemand von unseren Leuten hier online, dann können wir eigentlich wieder bereit machen. Ne? Lautstärke ist gut. Danke, Nati. Bin auch bereit. Ich bin bereit, jederzeit. So, jetzt müssen wir theoretisch zwei Männer sein. Würde ich jetzt schätzen. Kein Problem, Magic Antonia. Ja, vermutlich sogar. Ach so, A Little Crush mit einem Schauspieler. Ja, als ich mal jung war, hatte ich das auch. Ich bin ein Typ. Ja, das kann, man kann also immer schon voraussagen, was im Check man hat. Wie gehen denn hier meine Emotes eigentlich? Nee, das ist ja falsch. Ich hab rausgefunden. Okay. Also, wo wollen wir hin? Wollen wir in die fatalen Felder? Oder wollen wir hier in das Sumpfgebiet? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Gehen wir ins Sümpfchen. Okay, mal gucken, was wir da finden. Sind schon welche rausgestiegen. Hup, hup. Na dann. Ab in den Sumpf. Naja, mit dem Gleiter ist das ja kein Problem. Ja, ich. Nur damit ich ein bisschen schneller unten bin. Bep, bep, bep. So. Okay, und der erste ist schon tot. Der zweite und der dritte. Oh, da geht's schon. Während wir noch nicht mal gelandet sind. Wollen wir auf dieses Konstrukt da? Du fliegst halt da, okay. Achso, ja, ich wäre da jetzt. Ich hätte jetzt hier die kleinen Hütten. Guck mal, da sind doch überall so kleine Hütten. Die hätte ich jetzt halt. In der Hoffnung, dass da nicht so viel Action ist. Ich sehe da nur eine, deshalb. Aki, der Laden bleibt jetzt für immer. Was für ein Laden? Es hat ein neuer Laden im Shopping Center in Star Stable aufgemacht heute mit dem Update. Und da kommt ein Loot. Hi du, na, wie geht's? Ich war heute beim Pferd, sie war sehr brav. Vielen, vielen Dank. Mir geht's eigentlich, ja, passt schon, Nati. Ging schon schlechter die letzten Tage, aber auch besser. Man kann auf den Bäumen landen. Ups, ich hab hier schon mal Moon. Also ich eigentlich, du bist tot. Warum? Ich bin vom Baum gefallen. Nein, ernsthaft jetzt? Es gibt Fallschaden. Ach, ernsthaft? Mann. Das hätte ich aber auch nie gedacht, dass ich falsch habe. Also zum Pferd gehe ich ja erst morgen wieder. Aber ich bin doch nicht tot. Ich kann übrigens noch aufgehoben. Ach so, dann sag das doch. Dann rette ich dich. Ich bin unterwegs, Eisenseele. Ich werde dich retten. Und hallo, einer wie? Ja, Fallschaden. Genau. Ich rette dich voll krass mit F. Nee, mit E. Oh Gott, okay. Du bist ein maskuliner Held. Ja. Mit diesem männlichen Bart. Ich lebe wieder. Sehr gut. Wir sind Zwillinge. Huhu, Brüderchen. Ich streame normalerweise mittwochs schon zweimal. Also einmal mit Eisenseele abends, ne, um 7:30 und einmal nachmittags Star Stable. Eigentlich. Aber nächste Woche ist halt Late Grind Show. Das heißt, da bin ich dann auf Eisenseeles Kanal unterwegs. Genau. Das Gute ist, wir sind schon mal fast in der Top 50%. Ja, wir haben es halt drauf. Ich habe zwar noch nichts gemacht, aber. Ich habe auch noch keine Waffe, ich habe noch kein gar nichts. Ich habe eine grüne Waffe. Aber wir müssen weit oder nicht weit? Oder wir müssen weit. Ja, dann sollten wir vielleicht ein bisschen laufen. Aki, der Link zu den Loots ist unten in der Infobox drin. Da musst du nur draufklicken, da geht dann so eine Seite auf. Und da kannst du mir die Nachricht schicken. Und das war's dann schon. Danke. Das war's. Ja, ist doch gut, eine Shotgun. Hallo Johanna, einen wunderschönen Gruß und herzlich willkommen hier im Stream. Zu unserem kleinen Valentinsdate. Ja, be my Valentine.
Ja, was ich dir ja versprochen habe. So, Achtung. Bist du? Nicht auf mich schießen. Nein, nein. Das andere Geschenk, was ich dir versprochen habe. Ach so. Ich habe auch ein Herz. Bis dann, Dana. Hast du ein Herz? Ja, manchmal. Laufe ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Nein, wir müssen da, glaube ich, Achtung, den Hügel hoch. Warte. Da, oh, hier, für dich. Wie nett von dir. Vielen Dank. Romantischer wird's heute nicht. Ja, das macht ja nichts. Dafür muss ich, mache ich nachher noch das in Final Fantasy, das Valentins-Event. Ich habe mich aber über die Blumen gefreut. Also vor allen Dingen, weil das war sehr nett. Letztes Jahr habe ich Pralinen bekommen. Also nur zur Anmerkung, die Blumen sind nicht von mir. Nee, das stimmt. Ich habe letztes Jahr habe ich Pralinen von ihm gekriegt. Ich habe schon letztes Jahr für ihn nichts gehabt. Ich bin wirklich ganz unromantisch. Und aber letztes Jahr ging das ja mit dem Pralinen, da war das noch nicht in der Fastenzeit, gell? Ja, also zum einen das und zum anderen war ich da auch noch nicht auf Diät. Und dann hat mein Mann halt, dieses Jahr hat er überlegt und hat gesagt, nee, Pralinen kann ich nicht holen. Also ich hätte die schon gegessen, aber ich esse halt an so einer Kasten Pralinen, weiß ich nicht, 3 Monate oder so, weißt? Und dann sagt er, nee, das kann ich nicht machen. Dann esse ich die nachher nur. Deswegen hat er Blumen mitgebracht. Fand ich sehr, sehr cute. Ja, Lea, so, die Community kann auch immer gerne mitspielen, ja. Johanna meint, yay, Ballerspiel am Valentinstag. Aber ich mag Fortnite. Ja, ich glaube, das gibt auch keine romantischen Spiele, die man zu zweit spielt. Gibt es überhaupt romantische Spiele? Final Fantasy? Ist das romantisch? Ja. Ja, du kannst da Romantik haben. Das könntest du hier auch. Wir können uns ja auch irgendwo hinsetzen und Liebeslieder singen, aber... Ja, bis dann irgendwann der Sturm kommt. Das stimmt, ja. Dann singen wir zusammen durch den Monsun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnte man machen, klingt aber nicht gut. Aki, die Warteliste ist abgeschafft worden. Die gibt's gar nicht mehr. Das erkläre ich aber morgen auch im Club-Tagebuch. Das Gute ist, ich vergraue ja höchstens deine Zuschauer. Ach so, naja. Ich singe. Ach, ich singe auch so oft, weißt du, die sind Schlimmes gewohnt. Ich sag's dir, meine Zuschauer sind alle abgehärtet. Ups, das wollte ich gar nicht. Also Johanna meint, Fortnite sei sowas von romantisch. Total romantisch. Ja, wenn die Runde rum ist, gucke ich wieder, wer online ist. Dann laden wir ein. Na klar. Kriegen wir hin. Da ist eine lilane, schallgedämpfte Fernwaffe, also mit Pistole. Ja, dann schnapp sie dir. Ich schnapp's mir alle. Ich wollte gerade sagen, du wirst die ja auch brauchen können, also so ist ja nicht. Du musst mich ja beschützen, ich bin doch das Mädchen. Ja, wenn ich dich beschützen soll, gehen wir beide drauf. Ich sterbe ja schon fast nur ohne keinen Kontakt. Das ist auch wieder wahr. Finde ich ganz, wusste, ganz dass cool. Spielschaden gibt. Das wusste ich auch nicht. Finde ich ganz cool, Nina. Ich wollte damals auch Rechtsanwältin werden, bis ich gemerkt habe, dass das echt mir zu langweilig ist, das alles zu lernen. Und habe mich dann gegen ein Jurastudium entschieden. Aber ich finde die Berufe insgesamt interessant, ja. Nee, der Club ist leider voll. Aber wenn ich streame oder so, kannst du jederzeit wirklich gerne fragen, ob du eingeladen werden kannst. Und dann werden wir es sehen. Mann, ich bin schon wieder fast tot. Aber warum? Ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen. Aber warum? Weil ich kann. Ach so, ich verstehe. Ach, das warst ja gar nicht du. Nein, jetzt ernsthaft? Ja, ich habe gedacht, da springt jemand vor mir runter. Ach ja, das ist Damakasch. Und dann läuft an mir vorbei. Ich habe gar nicht gesehen, dass da kein Name stand. Und plötzlich dreht sich die Person um und schießt mir voll ins Gesicht. Wo bist du denn gestorben jetzt? Oh no. In einem Haus. Da, in dem Haus noch vor dir. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, aber du bist schon in den Top 3, 30%. Ah, da geht mehr, da geht mehr. Ich bin ein Busch. Bam, bam, bam. So. Ja, das denke ich auch, Nina, dass das nicht leicht ist. Und Astrid, hast du überlegt, vielleicht kannst du ihm ja einen Brief schreiben, wenn du heimlich verliebt bist. Also. Johanna meint auch noch das romantischste Spiel ever mit DBD, also Dead by Daylight und
S-O-O-N-H-H. Was ist S-O-O-N-H-A-H? Was ist das? Das weiß ich nicht. Dead by Daylight ist schon klar, aber... Ja. Und dann macht sie mir noch so ein Emoji-Rätsel. Also eine Frau mit einem Facepalm, ein weibliches Symbol und drei Smileys. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Ach so, das glaube ich, weil die Person, die ich für dich gehalten habe und mir ins Gesicht geschossen habe, eine Frau war. Okay, alles klar. Oh, das ist lieb, dass du das sagst, Aki. Ich bin eigentlich mit meinen Abonnenten sehr zufrieden. Ich habe mich heute aber mal wieder über YouTube total geärgert. Oh, warum? Weil wieder mal keine Benachrichtigung rausgegangen ist. Wenn ein Video von mir nach einer Stunde 17 Aufrufe hat, dann weiß ich hundertprozentig, ist keine Benachrichtigung rausgegangen. Das nervt halt. Also das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber naja, egal. Who cares, ich hoffe, ich kann es ja mal hier verraten. Ich plane ja ein kleines, größeres Gewinnspiel fürs Wochenende. Sagt der Ni No Kuni was? Ni No Kuni? Nein, sollte der mir was sagen? Das Ni No Kuni ist ein Videospiel. Okay. Und zwar, das war halt damals, also kennst du wahrscheinlich nicht, weil das damals noch PlayStation 3 exklusiv war. Eine PS3 haben wir ja, also hatte ich. Ja, das ist ein JRPG, deshalb weiß ich nicht. Ach so, ja, nee. Ist aber für das Charakterdesign und die Welt und so weiter war Studio Ghibli verantwortlich. Sagst du das was? Nein, oh, warte, ich habe da Feindkontakt. Moment. Prinzessin Mononoke. Ja, sagt mir was. Dieses Studio. Und die haben da ein JRPG zusammen gemacht mit einem anderen Studio. Und da kommt jetzt eben nächsten Monat der zweite Teil raus. Der kommt auch für den PC und ich werde eine Collector's Edition dazu verlosen. Wahlweise cool. Entweder für die Leute, der Gewinner darf dann wählen, ob er eine PlayStation 4 oder eine PC-Version haben will. Cool. Das ist ja cool. Und da gibt es nicht nur ein Artbook und es gibt diesmal den Soundtrack nicht auf CD, sondern Schallplatte. Aber Vinyl. Schick. Aber das Geilste ist, es gibt eine Spieluhr, die sich dann bewegt, die den Titelsong und so weiter spielt. Ah, das ist also ja besser cool. Als eine Actionfigur oder so. Ja, das ist schön. Ich gucke gleich übrigens in den Chat, ich muss nur hier einmal gucken. Ich möchte mit meiner Schrotflinte nicht jemanden mit einer Snip vor die Nase laufen, ihr Lieben. Und Scope habe ich auch nicht, deswegen. Und da wollte ich nur meinen Zuschauern und deinen Zuschauern nur Geheimtipp geben. Mal am Sonntag auf meinen Kanal gucken, da sollte das ankündigen. Auf Twitch, ach so, ich wollte gerade sagen, weil streamen wirst du es auf Twitch, ne? Auf Twitch werde ich, also streamen werde ich das Spiel jetzt noch gar nicht, weil es kommt erst, wie gesagt, im März raus. Aber ja. Das geht dann auf verschiedenen Wegen, kann man an Gewinnspiel teilnehmen. Sehr cool. Oh, das ist der Sturm. Ja, ich bin ja gleich draußen. Ist ja alles Judy. Ja, natürlich, ich habe mich über den Gutscheincode gefreut. Vollmond Vampir, 200 Starcoins geschenkt, nehme ich doch gern. Oh, da wird auch gleich geschossen da vorne. Und Johanna meint, heimlich verliebt bei Dana, gerade habe ich ihm, wie gesagt, anonym eine Rose geschenkt. Komischerweise habe ich auch eine Rose von anonym bekommen. Oh. Hoffen wir mal, dass es beides der gleiche anonym ist. Dann wäre es ja praktisch. Au, au. Anonymous ist übrigens mein Lieblingsautor. Anonymous. Echt, Lea? Dabei finde ich, heute ging es auf Server 4 wieder. Ich glaube, da oben ballern die rum. Ach, scheiße, ey. Kann man hier schwimmen? Muss ich laufen? Das ist doch alles scheiße. Ich glaube, du kannst schwimmen. Oh, da kommen welche. Ja, ich sehe es. Achso, ja, du siehst das gleich, was ich sehe. Du dir schon bewusst, dass du eine Shotgun hast. Ja, aber ich habe gedacht, bis dahin reicht die vielleicht, weißt? Über den Okay. Ist schon geil. Keine Ahnung, ich war letztes Mal überrascht, wie oft ich von der Shotgun erschossen worden bin, aus welcher Entfernung. Also, oh, wie toll das Wasser animiert ist, vor allem diese Wassertropfen.
Total super. Das sieht eher aus, als ob ich Reiskörner aus der Hosentasche verliere. Ach, scheiße, ich wollte mich hinlegen. Naja, aber Platz 9. Ja. Nee, den kenne ich nicht, Magic Antonia. Nee, das weiß ich nicht mehr, Aki. Ich gehe mal zurück zur Lobby. Dann würde ich sagen, ich gehe mal aus der Gruppe raus. Dann kannst du mich das Spiel mich einladen oder ich scheune dir. Ach so, wir haben doch bestimmt die gleichen Leute auf der Freundesliste, oder? Warte, ich kann hier einladen, in Gruppe ich einladen. Ich habe Nick Hoff. Ja, genau. Guck mal, passt doch. Geht auch, okay. Alles klar. Sehr auf leid. Geht's. Ich hätte mir mal noch eine Limo oder so hier hinstellen sollen. Was hättest du? Ach so, Anna, ist doch gut. Ja, das letzte Mal sind wir halt wieder rausgeflogen, weil dann. Ah, ne, oder war das in. Ne, das war halt gar nicht in Fortnite, das war in. Was war nochmal DBD? Dead by Daylight. Dead by Daylight, ja. Ach, das habe ich auch lange nicht gespielt. Ich komme einfach zu nix, ey. Und wenn ich dann Zeit habe, dann habe ich oft keinen Bock. Ah, ich freue mich, morgen sollte das Remake von Secret of Mana kommen. Ja, habe ich auch mitgekriegt, ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Entweder war das toll oder es vernichtet wieder einen oder meiner Kindheit. Eins von beiden. Ja. Na, du kannst den Ingame-Voice-Chat nutzen, Lea. Also, ich habe das so genau eingestellt, so, dass ich dich hören etwa. Sollte. Guck, dann kannst du uns hören. Ja, okay. In meinem Fall hört man dich sogar doppelt. Doppelt gemoppelt. Ich habe morgen Reitstunde. Ich bin morgen eh. Oh, nee, ist das nicht wieder so kalt, ey. Dass ich wieder halb erfriere. Das ist ungemütlich. Ja, kalt ist es momentan echt. Ich fahre wieder mit dem Auto zur Arbeit. Ja, weil das ist echt ungemütlich. Wir haben, gestern hatten wir Faschingsritt, ja, ne? Und ich bin ja nicht geritten, sondern Kutsche gefahren. Und wenn du dann auf der Kutsche sitzt und da eine Stunde durch den Wald fährst, ist das echt kalt. Das glaube ich. Also es macht schon Spaß, aber es war halt kalt. Hallo Mutzi. Verbindung. Matchstart wartet auf Server. Also nächstes Mal mache ich das Ausfüllen aus. Ja, das ist doch, passt doch. Dankeschön, Magic Antonia. So. Ich bin ja schon wieder ein Mann. Oh Mann. Ich auch. Du warst gerade als Frau dargestellt, oder? Ja, nee, ich war gerade ein Mann. Und jetzt bin ich wieder ein Mann. Also in der Lobby war ich auch ein Mann. Also geht unsere Taktik nicht auf. Nee. Die Freundschaftssprüche, die bei den Rosen dazu waren, naja. Du weinst, ich wein, du lachst, ich lach, du springst von der Brücke und ich nicht hinterher. Ich sitze im Rettungsboot und rette deinen Arsch. Aha. Okay. Bam, bam, badam, badam, badam. Hallo, ich möchte einsteigen in den Bus. Fahr schon los, du Bus. Läuft irgendwo eine Zeit ab? Ach, oder warten wir, bis die Spieler voll sind? Oder? Ah, jetzt. Okay. Wir starten in 10 Minuten. Wissen wir noch nicht genau. Kommt drauf an, wo wir anfliegen, oder? Mir ist das egal, ich sterbe überall. Okay, dann gehen wir gerade da raus. Okay. Wo alle anderen auch sind. Ja, natürlich. Go, 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 schneller. Go, go, Power Ranger.
Ich will diese lilane Waffe, die da unter mir liegt. Der nächste SSO-Stream vermutlich am Freitag. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Also geplant ist Freitag. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Plänen, ne? Die immer hervorragend funktionieren. Deswegen verspreche ich mal nichts. So, ich habe einen Sniper mit 7 Schuss. Na dann mal los. Töte sie alle, du Tier. Ja. Ich habe noch nicht irgendjemand verletzt in dem Spiel. Ich bin Pazifist. Aber dann ist das doch das falsche Spiel. Du musst sie doch alle töten. Nee, ich muss nur als letztes überleben. Ach so. Ja, dann ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn er lieber persönlich spricht. Dann musst du wohl persönlich mit ihm sprechen. Was willst du sonst machen? Schallgedämpfte Maschinenpistole. Awesome. Okay. Ein kleiner Schildtrank, den werde ich gleich mal trinken. Ich hätte trotzdem noch irgendwas gerne, mit dem ich in den Nahkampf gehen kann. Auf mittlere Distanz. Ich wollte gerade sagen, für den Nahkampf hast du doch was, oder? Schildtrank! Noch ein Schildtrank! Limit erreicht, komm schon. Das Spiel will mich doch veräppeln. In der Kiste, in dem Truck muss das sein. Oh, hier baut schon jemand wüste Sachen. Das hat sich gelohnt. Bis dann, Magic Antonia. Ach, ups, ich wollte das nicht. Ein Salvensturmgewehr. Ja, pass mal auf, das tausche ich aus hier gegen. Nein, hier doch nicht gegen. Sondern... Guck noch schnell auf diese eine Hütte da oben auf dem Berg. Da was Gutes ist. Eine normale Pistole? Nee, die brauchen wir nicht. Okay. Ist ja cool hier mit dem Swimmingpool. Cool im Pool. Bam, bam, bam. Leider müssen wir weiter. Ach, Manno. Ja, wir gehen da schon. Ich komme schon. Wir können hier einen Pool bauen. Okay, bauen wir mal einen Pool. Hat jemand Wasser dabei? Hallo, Lea. Wir sind doch Männer, wir können doch rein pipi. Ja, mal wieder zurückgelassen. Ich bin schon unterwegs. Ich habe nur wieder getrödelt. Die schafft es schon. Huhu, Vincent schimpft schon wieder. Was spielt Vincent? PUBG. Ah. Wir haben aber ein paar schöne Runden gehabt vorhin. Also muss man schon da ist sagen. Jemand im Haus. Hast du es im Ingame auch gesagt? Nee. Jemand vorne im Haus? Ah ja, da oben. Mhm. Oben auf dem Haus. Der ist oben drauf. Ich hasse den. Und bei dem Geschützturm sind zwei oben. Einer läuft jetzt zum Haus hin. Einer ist auf dem Haus, der hat mich auch gekillt. Ich bin ausgenockt. Du hast jemanden erlebt. Achso. Ja, ich bin tot. Na, das war jetzt ja eine glorreiche Leistung hier wieder. Ja, natürlich. Das war eine typische Leistung von mir. Ich spiele das Spiel nicht, weil ich gut bin. Aki, die Starcoins bleiben dann, bis du sie ausgibst. Also. Sehr cool, Naina. Okay. Das weiß ich gar nicht. Kann man in dem Spiel Auto fahren? Du wolltest das Auffüllen ausmachen. Nein, kannst du nicht. Ernsthaft? Ich bin noch in der Lobby. Nee, kannst du nicht. Okay. Mir geht's ganz gut, Lea. Ich hoffe dir auch. Hi, Charlie.
Ah, doch, geht doch. Einwandfrei. Was geht? Dass du das Auffüllen ausmachst. Ja, es ging nur nicht, weil ich noch nicht im Lobby war. Ah, okay. Und Nati hat ein Loot geschickt. Ach Mann, Mama hat wieder so ein scheiß Meeting, das frisst jede Menge Internet. Und ich darf mir nachher HRD holen. Was ist das? HRD? Horse Riding Deluxe. Das habe ich vorher auf cool. Steam kam das groß. Das gerade raus irgendwie. Ja, das habe ich ja auch schon. Das muss ich dann auch mal weiterspielen bei Gelegenheit. Wie gesagt, ich bin ja die letzte Zeit irgendwie zu gar nichts gekommen. Ich habe heute ein bisschen Wimmelbild aufgenommen und werde gucken, dass ich jetzt dann am Wochenende vielleicht... Ach, am Wochenende schaffe ich ja auch nicht. Da bin ich ja Sonntag auch nicht da. Samstag bin ich nicht da. Montag könnte ich vielleicht was aufnehmen mit viel Glück. Oh Gott, ey. Ich mache das am Freitag. Ich habe mir extra Freitag Urlaub genommen. Ach, Freitag habe ich auch noch Zeit. Morgen ist Donnerstag erst. Ja, stimmt. Freitag habe ich auch Zeit. Ja. Ich will endlich Final Fantasy 14 durchkriegen. Also die Hauptstory. Ja, weißt du, aber das ist... 12 Quests. Ich muss halt mal gucken, ob ich Freitag mich dann aufraffen kann. Wenn du die ganze Woche immer beschäftigt bist, weißt du, ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe. Heute hatte ich ein bisschen Lust immerhin. Oh, cool, Naina. Ja, das hast du schon mal erzählt, Lea. Naja, wir müssen wahrscheinlich, wenn mal das Spiel irgendwann mal in der fertigen Phase ist, müssen wir irgendwann mal den PvE-Modus spielen. Der macht mich richtig Spaß. Also es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, was dem Spiel fehlt. Wahrscheinlich ist es tatsächlich diese taktische Komponente, weißt du, die mir da einmal bist. Das ist halt so ein Fun-Game und das kann man schon mal spielen, aber so, wir gehen nach Anarchy Acres. Anarchy, ach da. Hup, hup. I believe I can fly. I believe, da kommen viele runter. I believe, ich spüre dann eine Waffe in meinem Gesicht. Das kenne ich, das Gefühl. Ja, da sind einige. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ich drehe mal ab. Geh da hinten hin. Nein, lass uns doch jetzt hier nicht im Stich, du Kameradenschwein. Wir sind hier ist ein Gegner bei mir. Du musst schon da runter gehen, wo wir ausgemacht haben. Das ist sonst blöd. Ich hab eine Waffe. Auf geht's. Ich komm zu dir. Ich hab eine Waffe. Ist der bei dir drin in der Scheune oder wo ist der? Nein, da bin ich drin. Unten in der Scheune. Unten, ja? Ja. Okay. Jetzt hier wird's doch noch taktisch. Und wenn man kämpft, da sollte man auch ein bisschen springen, dann trifft der Gegner eigentlich so schnell. Ich sehe den leider nicht. Geil, eine Armbrust. Oh Gott, ich höre aber was. Ich bin schon wieder tot. Ich kann das Spiel einfach nicht. Das ist unfair. Uhu, willkommen zurück, Johanna. Das ist nicht mein Spiel. Die sind jetzt reingegangen. Die sind unten. Ach, die sind reingegangen unten drin. Ich kann das jetzt nicht tun. Oh, ich bin leider tot. Ja, ich sag ja, also mein Spiel ist es auch nicht. Ich finde auch PUBG einfach schöner, muss ich schon sagen. Wir alles klar, Nati. So ein Angelsimulator oder sowas das nächste Mal. Ein Angelsimulator? Ja, genau. So Animal Crossing. Wo du einfach nur rumläufst. Und also es soll ja zum Beispiel für Dings, sagt dir... Bis gleich, Aki. Stardew Valley was. Stardew Valley, ja, sagt mir da was. Soll ja jetzt
Da sind sie ja gerade dabei, einen Multiplayer zu machen dafür. Ah, okay, cool. Hahaha. Oh, ich hätte mir echt was zu trinken hier hinstellen sollen. Ich vergesse es immer. Ist ja fürchterlich. Ich habe Durst. Also ich bin echt nicht für Shooter-Spiele gemacht. Doch, also Shooter habe ich kein Problem damit, aber diese Fun-Shooter weiß ich nicht. Die liegen mir einfach auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht warum. AR Go hat Vincent sich jetzt runtergeladen. Das ist eine Umsonst-Version von Arma 3. Sowas mag ich. Das finde ich cool. Da bin ich dann so auf Medus Seite. Weißt, die mag doch sowas auch so gern. Hauptsache realistisch. Ja, genau. Das mag ich. Okay, zurück zur Lobby. Okay, zurück zur Lobby. Das war ja mal echt richtig scheiße. Hi, it's Leni Play. Ah, ich denke momentan nicht, Lea. Ich habe so viele angefangene Spiele und komme ja momentan kaum zu irgendwas. Deswegen werde ich nicht noch ein weiteres Spiel anfangen. Das wird leider nicht funktionieren. Oh, weißt du, was wir mal. Oh, das ist leider nicht free to play. Schade. Weißt du, was bestimmt auch Spaß machen würde, Portal mal zu spielen? Aber das ist ja nicht free to play. Ja, aber fürs übernächste Mal, nächstes Mal machen wir ja, also Ja, late grinden. für den nächsten, da habe ich gedacht, spielen wir mal, ach Gott, wie heißt das? Heroes of the Storm. Ja, das können wir machen. So als Einstieg ins MOBA-Genre. Ja, das können wir machen. Man könnte auch mal Scribble.io spielen, das macht auch immer Spaß. Können wir auch machen. Aber Aber kann man hier. das gut zu zweit immer wieder spielen, oder? Ach, da findest du genug, die dann mitspielen. Dankeschön, Real-Apo. Ne, ich meinte, also kann man da feste Teams Ja, machen, oder? das kannst du. Das Okay. habe ich auch schon gestreamt oder Bescheid gesagt, wenn ich dann aufgenommen habe und so. Und das kannst du ohne Probleme machen. Das ist echt ganz awesome. Ja, Tomato Town? ab in die Tomato Town. Finde ich gut. Ach, ich drück immer F. Muss denn jedes Spiel eine eigene Steuerung haben? Das geht so nicht. Das verwirrt mich. Oh nein, ich glaube, Nykors hat Disconnect. Glaube Okay, zu zweit gegen den Rest der Welt. Bam, bam, bam. Was wollen die uns schon anhaben? Eben, die können uns gar nichts. Ich bin blond und ein Mann. Was soll schon passieren? Stimmt, Ich bin brunette Paladins, und braun. Nina, hast du recht, könnte man auch mal spielen. Also wir werden ja Okay, mehrere einer ist umsonst hier spielen. unten. Einer unten ist da vor uns. Ja, ich bin noch Deshalb ziemlich weit in der Luft, gehe ich deswegen. in das Haus. Vor dem, Ja, ich da wo ich komme bin. im Sauseschritt auf das Haus von dir zu, dass wir zusammen in einem Haus sind. In dem roten Haus, ne, bist du? Ja. Ja, ich sehe dich da flattern. Fall doch noch ein bisschen langsamer runter, Da ist noch weißt eine Box. Irgendwo. du? Okay. Tschun, ich bin da. Das darfst du gerne machen, Lea, ja? Oh ja, ich höre die Kiste auch. Aber wir Da ist sind die aber Kiste. Im Kreis. Alter, hackst du da oben auf irgendwas ein? Ich hoffe Ja. mal. Okay. Wenn da noch eine Waffe wäre, würde ich die nehmen. Ah, Ja, hier ist noch eine eine Tür. Maschinenpistole. Ja, warte, ich habe hier auch Ist noch noch hier. Türen. Vielleicht, ich habe schon, ich habe alles gut. Ich bin Okay. bewaffnet. Es kann nichts mehr schiefgehen. Also Paladins kann man auf alle Fälle auch mal spielen, ja. Das ist auch von derselben Firma hier, ne? Aber Glaube ist ich. es nicht gerade in der Beta erst oder Aber man kann Alpha das oder hier sowas? auch schon spielen. Das weiß ich, ich habe das schon Okay. gesehen. Also. Ah nee, aber nicht mehr lange. Haha, wir haben Paladins eingestellt. Echt? Warum? Das ist doch auch so ein MOBA-Ding, Irgendwie. oder? War das nicht auch so ein Ja, aber MOBA? anscheinend war das eben nicht so erfolgreich im Vergleich zu
hier Fortnite. Ja. Und die haben ja sogar das als große Werbeaktion gemacht, dass sie jetzt alle Sachen, alle Leute, die was gekauft haben, ihnen das Geld zurückgegeben haben. Echt? Der ganze Spiel sagt, ja. Okay. Aber es gibt auch noch das andere Spiel. Wie heißt das? Heroes of the Storm ist doch gut. Das ist doch das von Blizzard, oder? Ja, genau. Mhm. Ich wollte jetzt gerade das andere Spiel. Es gibt nicht nur Paladins und noch irgendeins. Das auch mit P anfängt. Was auch mit P anfängt und so ähnlich ist wie Paladins. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das Spiel kennt. Also, ich bin ja gerade, was dieses Genre angeht, nicht so wirklich bewandert. So, wir sind immer wieder hin, schon wieder in der Hälfte. Das ist doch schon mal etwas. Wollen wir da oben bei der Brücke mal gucken, ob wir da was finden? Können wir. Solange die Dings noch nicht da ist, weiß die Zone, können wir da ja eigentlich noch schauen. Ich finde aber die Details, die sie hier drin haben, schön. Also ja, das ist unten ja, habe ich auch gerade gedacht, das ist echt schön. Ja, ich mag das auch. Das ist schon cool. Also so ist es nicht. Ich finde auch, also ich kann mir vorstellen, dass das eine, hier willst du die Schrot, eine Schrot habe ich schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass der PvE-Teil bestimmt richtig cool ist. Mir gefällt es halt fürs... Der war richtig schön auch inszeniert und so weiter. Ja, mir gefällt es halt fürs PvP nicht. Also das ist halt so, ja. Mein Gott, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Also ich weiß auch nicht genau, wie lang das PvE motivierend ist, weil du halt da schlussendlich eigentlich immer nur Horde um Horde machst. Aber was halt ist, du baust halt deine Basis auf. Nach und nach. Und das ist halt irgendwie cool. Dass du halt immer deine Basis weiter verteidigen musst und ja. Du das immer besser machst nachher. Okay. Naja. Und irgendwie kann ich halt besser auf Zombies schießen als auf andere Spieler. Auf Zombies? Mhm. Was macht deine Evolutions-Monster-Hunter-Spielerei? Ach, denen geht's gut. Da bin ich jetzt gerade im High-Rank angekommen. Ja. Das heißt, jetzt beginnt das Spiel so langsam nach 40 Stunden. Ja, ich habe, Andi hat schon irgendwie erzählt, ihm war das dann zu viel gegrindet, er hatte dann keinen Bock mehr, also. Ich gehe mal hier unten am Fluss entlang, ne? Die Sache ist bei mir, dass ich habe ja schon sehr viele Monster Hunters gespielt, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich intensiv spiele. Ja. Weil, das ist halt auch von Handling her schön, weil die anderen Monster Hunter waren halt immer auf dem 3DS oder auf der PSP und dann allein schon halt um die Kamera, wenn du keinen zweiten Analogstick hast und so weiter, das ist alles immer schon ein bisschen schwierig. Alles klar, Nina, die nehme ich nachher an und hallo Lele Love. Wollen wir da oben in das Häuschen noch nein spitzeln? Könnten wir eigentlich mal machen, wa? Ja. Ja, ich habe nur gehört, dass das so ein extremes Gegrinde sein soll, ne? Und... Ja, vielleicht spiele ich das nächste Woche in der Quellquatsch-Show. Ja, dann macht es auf alle Fälle dem Showtitel alle Ehre. Ja. Ich werde wahrscheinlich Star Stable spielen, weil ich echt dringend leveln muss. Ach, das ist eine Pumpgun, die brauche ich jetzt nicht. Ich fühle mich immer nicht wohl, wenn man so gar niemanden sieht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, nicht gut. Sind alle anderen auch disconnected. Yeah, wir sind die Gewinner. Und die anderen 30 halt. Nein, die sterben dann ja hoffentlich irgendwann in der Zone und wir stehen in der Mitte vom Kreis und werden es selbstverständlich überleben. Gut im Kreis stehen, das kriegen wir hin. Ich bin sicher, in Title Towers ist niemand. Deep in Hell. Aha. Wo ist der andere? Da 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 da. Oh, mein Handy eskaliert da, glaube ich, gerade. Hier können wir noch reinschauen. Wahrscheinlich waren die alle schon vor uns und haben alles umgedreht. Oh, da ist einer. Hinten bei der kleinen Hütte. Warte, wo ist denn hinten bei der kleinen Hütte? Hast du eine Richtungsanzeige für mich? Ah, da, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Ich sehe es.
Bist du das, der da schießt? Ja, ja, ich habe geschossen. Okay. Da sind sogar noch zwei auf so einem kleinen... Er kommt von oben. Ich habe halt nicht viel Moon, ne? Ich auch nicht. Okay, das war taktisch geil, was die gerade gemacht haben. Da einfach nochmal das hochgebaut und dann haben wir uns von oben angegriffen. Ach komm schon, ey. Ich habe den so oft gehittet, wie gemein. Okay. Das ist auch ein bisschen das Problem, was ich noch habe. Ich habe kein Feeling für die Waffen. Ja, das glaube ich aber auch, weil es diese, weißt du, so, wenn ich mir in einem normalen Spiel eine AKM nehme, dann weiß ich, das ist eine Waffe, die verzieht relativ arg, weißt du, so. Mhm. Oder je nachdem, und weil die Waffen sind ja auch in jedem Spiel gleich, aber die Waffen, die es hier gibt, deswegen finde ich auch so Overwatch und so immer so, ach, schwierig, schwierig. Ja, aber Overwatch geht für mich halt in dem Fall noch, weil du halt pro Charakter nur eine Waffe hast. Das heißt, da ändert sich nichts. Hier ist halt wirklich so... Entschuldigung für okay. den Disconnect gerade. Kein Problem. Kein Problem, nicht schlimm. Ich muss mich nicht entschuldigen dafür. Ja, ist halt mit den Waffen hier nicht so einfach. Ja. Bam, balam, badam. Was, ich bin schon Level 6? Wann ist das passiert? Wie konnte es geschehen? Ich bin auch Level 6. Wie konnte es geschehen? Durch Können ist das auf alle Fälle mal nicht passiert. So viel ist klar. Das war eher so Glückslevelei. Glückslevelei. Das ist die beste Levelei. Ja. Ach ja. So. Ich bin wieder eine Lady. Ich bin auch mal eine Frau. Hallo, wie kann ich hier meine Sachen benutzen? Ich weiß nicht, wie das geht. Du darfst wieder wählen. Ah, Tatsache. Oh, ja, bitte nicht. Lass uns irgendwie hier in die... Lass uns doch nicht hier da, wo gleich Action ist. Da sterben wir doch gleich wieder. Wählen was. Ich will was. In die Lonely Lodge gehen wir. Okay. Da sind wir nämlich lonely in der Lodge. Oh, aber die anderen beiden sind runter. Ah, er dreht um aber, glaube ich. Mr. Kellnard? Ja, drehen um. Okay. Ja, man darf gerne mitspielen, TV. Ein bisschen spielen wir noch, aber nicht mehr so lang, ne? Wir haben unser Stündchen nämlich schon fast fertig. Ja. Und dann muss ich nach Twitch wechseln. Oh, auf mich wartet eine Freundschaftsanfrage. Die nehme ich gleich an. Ja, und ich werde da mal gucken, was hier meine beiden Männer in PUBG machen. Sterben. Ha, oder Hühnchen essen. Also, wir haben vorhin wirklich ein paar schöne Runden gehabt, muss ich schon sagen. Wirklich, ich habe auch ein paar schöne Kills gemacht und so, und das hat echt Spaß gemacht. Aber einen Chicken Dinner haben wir nicht geholt. Also, naja. Also, ich habe ja damals gesagt, dass dein Mann einmal ein Chicken Dinner bekommen hat. Ja, der hat ja öfter mal eins. Ja, ja, aber sein erstes damals. Den wir komplett passiv gespielt haben. Oh, ich bin in einem Baum und kriege jetzt bestimmt dann Fallschaden. Oh ja. Aua. Ein Verband, den kann ich ja schon mal gleich benutzen. Ach nein, ich will den Verband benutzen, komm schon. So, und noch ein Verband. Kondition ist... Ach so, mit Verbänden geht nur bis 75%. Ah, das ist ja mies hier. Vielleicht gibt es irgendwelche Premium-Verbände? Na, das ist bei Dings auch so. Bei PUBG hast du auch die Verbände, sind bis 75%. Und dann gibt es so... Painkiller und Red Bull-Zeug. Damit kannst du dich dann ganz hochheilen. Upsala. Hallo Greta. Ach Manno, da muss ich was bauen. Ich hab nix. Ich hab doch nix. So. Doch, ich hab 5 Holz. Braucht wer eine Waffe? Ja, wäre nicht ganz übel.
Danke. Hinter dir war Munition. Hinter mir da. Dankeschön. Ich habe das noch nicht so drauf, dass die mit diesem vertikalen Level-Design, dass man da tatsächlich überall hinbauen muss. Ach so, ja. Oh. Kiste ist... Oh, ich habe Holz bekommen. Oh, was ist da in der Höhle? Ach, da seid ihr schon drin in der Höhle. Dann gucke ich mal, was da vorne noch ist, ein bisschen. Hallo, Lana! Da oben ist auch noch ein Hüttchen. So. Badam, badam, badam. Na, hier ist ja mal nichts. Das ist ja traurig. Kann ich die Hütte ja auch abreißen? Ja, mach das. Aufgestaute Aggressionen rauslassen. Aklo, Aklo, Lady. So, und wir haben noch nichts erreicht, aber wir sind schon in den Top 57. Yay. So, die Hütte habe ich mal und abgerissen hier. Und wieder, genau. So, wo wollen wir denn hin jetzt? Irgendwo so hier in die Richtung, hier vielleicht so hin, oder? Wo ist denn hier? Lila, ich bin Lila. Du bist Lila. Ich bin voll Lila. Lila. Lass uns erstmal alle aus dem Kreis gehen. Ja, ich weiß nicht so genau, Nina. Ich bin ja da immer skeptisch, ne? Was so dieses ganze Alexa, Google, Home, Zeuggedöns betrifft. Ich weiß nicht. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn da laufend irgendjemand... Ach so, das ist einer von uns. Wenn da laufend irgendjemand zuhört, wenn ich was erzähle. Andererseits quatsche ich auch Siri einen Knopf ans Ohr. Also von daher... Oh, ein Sturmgewehr, Ri. Gib mir das Sturmgewehr, Ri. Ach, und das hat kein Scope. Kein Scope auf meinem Sturmgewehr. Ja, kein Problem, Aziza. Es sind nicht überall Ferien, das habe ich schon mitgekriegt, ja. Wir haben hier ja Ferien, jetzt sind Faschingsferien halt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr auch Ferien bei euch? Weißt du das? In Stuttgart sind auch gerade Ferien. Ja. Das hat auch den Grund, warum momentan gerade die ganzen Buslinien umgestellt werden. Munition? Was für Munition? Sniper-Munition. Nein, leider nicht. Nein. Ah, oder ist das gleiche, was ich ins Sturmgewehr schmeißen kann? Dann hätte ich was. Nein, das sind so ganz lange. Ha! Okay. Hinter mir ist einer. Jetzt nicht mehr. Und da ist schwere Patronen. Thanks. Der hat da, glaube ich, so ein First Aid Kit. Das könntest du dir nehmen. Wir haben tatsächlich einen Kill geholt. Ich glaub's nicht. Wuhu! Wir sind immer noch gut im Kreis. Also nee, da sind nicht gut noch im Kreis. Ja,
Ich habe eine Freundschaftsanfrage. Yay, ich nicht. Ich nehme die gleich an. Ah, ein Schilddings. Schlürfsaft. Komm her, ich nehme jetzt Schlürfsaft. Schlürfsaft. Das klingt voll lecker. Ich weiß nicht genau, was der macht, aber irgendwas wird er schon tun. Da ist noch ein Schildtrank-Dings-Gedöns. Oh, balla. Ach nein, du solltest jetzt hier. Nimm den Schildsaft hier. Also der Schlürfsaft ist ja das Schild. Nee, das ist ein Schildtrank. Also der Schlürfsaft hat mir keinen Schild gemacht. Der muss für irgendwas anderes noch sein. Aber ich weiß nicht wofür. Hat einer von euch jetzt nachgeladen? Ja, hoffentlich. Hier ist noch irgendwo eine Kiste. Ja, ich hör's. Aber ich kann nicht genau orten, wo. Wahrscheinlich in einer Ressource. Jetzt ist sie auf. Ja, so, wollen wir weiter? In welche Wüste Richtung wollen wir denn? So, ich habe mal gemarkt. Dann wie langsam Richtung zu, ne? Ist euch überlassen. Ja, klar. Oben vom Hügel. Einer unten, einer oben drauf. Der unten kommt direkt auf euch zugerannt. Der andere ist jetzt auch runtergesprungen. Die sind zu dritt. Die sind sogar zu dritt. Also die sind auch zu dritt. Oh, ihr seid ja schon tot. Ja, wir sind ganz tot. Der andere ist jetzt auch tot. Und, ich weiß nicht, in welche Richtung du läufst. Auf da, wo Kleiner gestorben ist, da sind die beiden. Okay, danke. Kein Problem. Aber ich kann doch jetzt mal gucken hier, warte mal. Ach nee, kann ich noch nicht. Töte sie alle, wir glauben an dich. Du musst dich leider auch bewegen. Dann renn weg. Ja, ja. Geh lieber schnell Richtung Zone. Ja, das habe ich vor. Lauf, Forrest, lauf! So. Und so vielleicht kriegen wir vielleicht noch ein paar Punkte. Oh, Aki, bestimmt. Ich muss nur mal gucken, wann ich wieder Lust drauf habe. Hi, Sumses Pferdewelt. Lana, du darfst sicherlich gerne mal mitspielen, aber für heute ist das tatsächlich die letzte Runde. Oh, da ist ein Snip. Oh, hast du ein Leben. Aber ich habe nur einen Schuss. Ja, das reicht. Das reicht doch. Ich würde mich beeilen. Da kommt der Sturm. Renn lieber. Winter is coming oder so ähnlich. Los, Eisenseele stark. Okay, da vorne ist jetzt... ich sehe schon auf der Karte. Die Grenze schaffe ich. Das Bild ist nur, dass ich direkt durch die Stadt hier rennen muss. Ach, komm schon. Die werden sich alle da verkrümmelt haben, hoffentlich. Die müssen sich ja auch alle rausbewegen. Ich nehme die gleiche an, Lana, die Freundschaftsanfrage. Los, 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 los. Lauf schneller, lauf schneller. Run, boy, oh, run. Ich schaff's. Okay, ich schaff's. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Da oben gammelt bestimmt welche rum. Ich bin in der Zone. Ja, ich würde da nicht stehen bleiben, weil ich würde wetten, da oben in dem Haus gammeln welche rum. Wenn nicht, dann rechts in dem Haus. Oder da links. Die werden auf den Hügeln ja hocken. Also ich würde es halt so machen. Da oben ist schon einer. Ich weiß, von wem die Sniper war. Das war meine. Echt? Die hatte nur einen Schuss. Die habe ich gewechselt zwischen einer anderen Sniper. Ah, okay. Und wo ist es da oben? Rechts auf dem Gebäude, weiter links, links weiter, da auf dem, meine ich, wen vorspitzeln gesehen zu haben. Hallo Johanna! Aber du musst dich auch bewegen, also du musst ja moven. Achso, ja.
Noch 18, komm. Noch ein paar sterben vorher. Bevor ich mich dahin bewege. Ach, ich kann die Map nicht aufmachen. Das ist so doof. Ja, yeah, das ist ein bisschen problematisch. Dann alles Gute nachträglich, Aziza. Oh ja, Chiara, es passt schon. Und wie geht's dir? Okay, das sieht so einigermaßen sicher aus. Dililililit. Dililililit. Links, Steps neben dir. Links? Ich habe da Schritte gehört. Ja, muss nur gucken, da läuft bestimmt irgendwo einer nicht so ganz weit weg. Guck mal, hast du gesehen, okay, er hat die Granate liegen lassen? Nee, dann nehme ich lieber meinen. So, ja, das schaffst du aber. Dankeschön, Chiara. Da liegt immer ein KP. Wer ist jetzt damit? Achso, war das mein KP? Keine Ahnung. Irgendwas war da gerade eingezeichnet bei mir. Okay. Wie man angestrengt guckt, ob man jemanden sieht, ne? Mann. Links ist einer von dir, das ist bestimmt der gesteppt hat. Nee, doch nicht, das ist nur ein Baum oder so, ein Busch oder sowas. Gott, du machst mir hier gerade echt Panik. Links, rechts. Okay. Jetzt könntest du dich dann natürlich einfach in diesem Hausding drin verstecken, das hatte ich vor. Jetzt ja. Erstmal hier. Ja, da in hinter der Mauer ist. Ach, schade. Ja, aber da geht's ja eigentlich, ne? Mit dem Popo an die Wand und dann. Ach, gemütlich hast du es da. Mhm. Du könntest ja auch zubauen. Nee, aber da komme ich nachher nicht mehr raus. Ach so, na, kannst du wieder kaputt prügeln. Anidas, das kannst du runterladen unter, keine Ahnung, wie die Seite heißt, um Gottes Willen. Einfach mal nach Fortnite googeln, dann findest du das eigentlich. Da war eine Chest auf dem Auto. Ja. Ja, ich sehe es. Da holen wir uns den noch wenigstens, bevor ich sterbe. Nimm die Bandys mit, dann kannst du dich durchhalten. Immer diese Backseat Gamer da. Was für Gamer? Nein! Was war das denn? Geronimo! Ich dachte gerade, ich falle schon wieder in den Dirt. Nee, du kannst doch andere Richtung gehen. Du kannst doch andere Richtung gehen. Ist doch egal, du musst doch nicht umlang. Ja, ja. Nee, aber ich wollte eigentlich da nicht runterspringen. Es ist ja nichts passiert. Du hast es gut überstanden. Nee. Da. Ich hab's überstanden. Storm is coming. Rechts von dir sind Schüsse. Ja. Dann bleibe ich doch einfach mal links davon. Ja, würde ich auch sagen. Die sollen sich ruhig erledigen. Ist auch 12. Das kriegen wir hin. Wir sind eh gleich fertig, Schleich am Remake Girls. Wir spielen auch nicht mehr lang. Wir spielen die Runde jetzt halt noch zu Ende. Und Johanna wartet auf den Moment, wo sie alleine bei mir im Kanal ist. Oh, guck mal, da oben ist einer gestorben. Da liegt sein Loot. Aber den holen wir nicht. Bist da halt so ungeschützt, ne? Kannst du dich nicht noch irgendwo... Guck mal, da links in die Hütte rein oder so vielleicht? Nee, das ist eine gebaute Hütte. Da gehe ich garantiert nicht rein. Okay. Das ist halt das Problem, dass du dich nicht so gut tarnen kannst. Für dich. Ja. Jetzt bei PUBG. PUBG würde ich mich halt jetzt einfach da auf den Boden ins Gras legen und. Und warten auf die Dinge, die da kommen, ne? Genau, ja. Ja. Aber wir sind schon in den Top 10. Das ist doch sehr gut. Mhm.
Na, du musst dir den Launcher runterladen von dem, wie heißt es, Epic Games oder so. Und darüber kannst du das Spiel dann runterladen, Anidas. Nein, jetzt habe ich keine. Lad nach, verdammt. Ich habe immer nur einen Schuss, das vergesse ich immer. Töte sie alle. Los, bevor es Eier legt. Ah, direkt vor dir. Jawohl. Da kannst du sogar hin zum Looten. Der hatte noch so blauen Zeug. Dings, Gedöns. Guck lila mal, Sniper. Lila Sniper. Einsammeln, ja. Du musst auf die zu ein bisschen, leider. Ja, aber die haben sich gerade da verbaggert. Das ist gut. Oh, fuck. Neben dir, von rechts, rechts ist jemand. Ja. Ja, da rein ist gut, da rein ist gut. Geh auf die Treppen da, das ist so... Da, nimm dir... Ja, Nate! Ja, yeah, Zweiter! Okay. Wupp, wupp! Ah. Wir sind Zweiter geworden. Oh. Gegen den Granatenlandschaft habe ich nichts mehr. Ja, aber zweiter Platz ist doch sehr, sehr gut. Das ist nicht schlecht gewesen. Viertelende. Und ich habe sogar einen eigenen Kill geholt. Sehr, sehr gut. War eher lucky. Ich hätte da auf den Dings umschalten sollen, auf das auf meine Schrotflinte. Ja, ist doch egal. Ist doch wurscht. Zweiter Platz ist gut. Ja, das ist umsonst, Anidas. Das kostet nichts, das Spiel. Also, ich nehme mal meine Freundschaftsanfragen noch an hier. Einladung nicht, Freund hinzufügen. Mal gucken, irgendwo war das. Wo ist es denn nur? Nee, das ist es also auch nicht. Doch, ich hab ja eine Freundschaftsanfrage gehabt vorhin. Das gibt's doch gar nicht. So, ich verabschiede mich auf alle Fälle, denn ich muss jetzt wechseln zu Twitch, da werde ich mir jetzt noch ein bisschen Final Fantasy spielen. Alles klar, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich verabschiede mich auch mal aus dem Stream. Die Freundschaftsanfrage nehme ich natürlich noch an. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Bis dann. Freundschaftsanfrage. Tschüss, tschüss. Danke.